Herzlichen Dank, Herr Dr. Knackmus, für die Einladung. Liebe Mitreisende, wir fanden im Internet einen Hinweis auf eine rührige Kirchengemeinde und einen rührigen Förderkreis, die sich den Gewölbebau erfolgreich auf die Fahnen geschrieben haben. Deswegen sind wir heute hier. Es war also ein sehr interessanter Film. Und wir sind ja, das hatten Sie schon gemerkt, sehr herzlich empfangen worden. Und es hat sich in dem halben Jahr ein wirklich, muss ich sagen, herzlicher Kontakt zu Rathenow mit einem Ort bereits entwickelt, der so weit geht, dass er Dr. Knackmus unser Glockengeläut ins Netz gestellt hat. Ja, wir hatten eben als Geschenk eine CD mit unserem schönen Glockengeläut mitgebracht und Sie können das im Internet also hören darüber. Aber auch recht überrascht und erfreut. Das war also Anlass, hierher zu fahren und ist mir Anlass, jetzt schon Sie zu einem Gegenbesuch einzuladen. Sie und Ihren Förderkreis, alle können Sie sicher nicht mitbringen, denn da werden wir was vermeiden, wie viele Mitglieder er hat, aber zu uns nachher erläutern. Bevor wir jetzt diesen interessanten Ausführungen lauschen, dann haben wir Gott in einer kleinen Andacht zu danken. Das wollen wir auch tun. Zunächst möchte ich Herrn Kantor Hans-Martin Ermisch begrüßen. Er hat sich bereit erklärt, uns eine musikalische Umrahmung zu geben. Und jetzt bitte ich Sie, dass Sie uns mit einem musikalischen Beitrag an Ihre Orgel begrüßen. Ja, er betont es, dass er nicht der hauptamtliche Kampf ist, umso mehr freuen wir uns, dass sie sich zur Verfügung stellen. Bitte schön. Heißt
dieser Zuspruch aus den sogenannten Geschichtsbüchern im Alten Testament, aus Nehemia 8, Vers 10. Selbiger Nehemia lebte um 445 vor Christus und war königlicher Mundschenk am persischen Hof. Das Volk Israel war zu dieser Zeit wieder einmal so ziemlich orientierungslos. Nehemia erkannte die Not und suchte beim persischen König um Urlaub nach, um seinen Volksgenossen in Judäa beizustehen. Zunächst erwirkte Nehemia die Rückbesinnung auf die göttlichen Gesetze, die Einhaltung des heiligen Sabbats und verwies auf menschliche Normen des Zusammenlebens. Er verstand es, mit seinem glühenden Eifer die Menschen zu erreichen und sie zum Wiederaufbau der Stadtmauern und der Stadt Jerusalem zu gewinnen. Immer wieder ermunterte er die Israeliten: Seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Das erinnert an unsere eigene Situation beim Wiederaufbau unserer beiden Kirchen, hier in Rathenow und zu Hause in Eilenburg. Wie lange zieht sich der Wiederaufbau noch an? Welche Hürden sind zu nehmen? Manchmal möchte man nicht sagen. Aber die Bibel spricht uns Mut zu. Seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Das soll uns den Blick auf das Wesentliche bringen und zeigen. Und unsere Erfahrungen bestätigen diesen biblischen Zuspruch. Was ist nicht schon alles seit Kriegsende 1945 erreicht worden? Wir dürfen dafür recht dankbar sein. Dann wird in der Bibel von der feierlichen Einweihung der Stadtmauern berichtet. Auch in Jerusalem liegt der Wiederaufbau ganz gewiss nicht reibungslos entstanden. Aber gemeinsam kam er zum Ziel, darauf wollen wir uns immer wieder aufs Neue besinnen. Daraus können wir Mut schöpfen. Seid nicht bekümmert. Das heißt aber nicht, dass wir nun alle gerade sein lassen können. Unsere Aktivitäten sind schon gefragt. Auch wenn der nächste Bauabschnitt sich hinzieht, die Genehmigungen und Zuwendungen auf sich warten lassen, Mut haben heißt, einen langen Atem haben, anzufangen und auf Gott zu vertrauen. Das bisher Erreichte erfüllt uns mit großer Dankbarkeit. Das Erreichte hat auch manchen Spender Mut gemacht, dabei zu sein und mitzuhelfen. Jeder nach seinem Vermögen. Aber nur gemeinsam schaffen wir es. Wertvolles Kulturerbe unserer Vorväter verantwortungsbewusst zu erhalten und zu nutzen. Mit Beträgen, die jeder Spender ermöglichen kann. Ja, ich muss es so sagen, selbst das Schärflein der armen Witwe hat schon Beachtliches beim Wiederaufbau beigetragen. Herzlichen Dank allen Spendern. Unsere beiden Kirchen hier, Rathenow und Eilenburg, haben so einiges gemeinsam. Das wurde im Bus schon angesprochen, schon der Doppelname. St. Marien Andreas verbindet uns. Wir haben auf dem Berg die Kirche St. Marien, die evangelische Kirche, und unsere Eilenburger Stadtkirche hatte vor Jahrhunderten auch noch den Doppelnamen St. Andreas Nikolai. Weitere Gemeinsamkeiten. Beide Kirchen und beide Stadtkerne wurden in den Apriltagen des Jahres 1945 in Schutt und Asche gelegt. Beide Kirchen erhielten nach dem Krieg auf abenteuerlichen Wegen eine ihrer verloren geglaubten Bronzeglocken zurück. In beiden Städten fanden sich mutige und zuversichtliche Menschen, die dem Verfall der ausgebrannten Kirchen Paroli boten und mit großem Gottvertrauen, unterstützt durch viele Spender und Sponsoren, den Weg zum Wiederaufbau wagten und bis heute erfolgreich beschreiten. In beiden Kirchen unterstützen
Fördervereinen nachhaltig den Wiederaufbau. Und letztendlich bemühen sich beide Fördervereine um den Gewölbeeinbau. Das ist ja auch veranlasst, dass es heute in Besuch. In einem Buch erhielt nach dem Krieg 1961 der Altar auch wieder ein Gewölbe. Das Kirchenschiff sollte 1969 eingewölbt werden. Hören Sie bitte, 1969. Aus dieser Zeit standen die genehmigten Baupläne, die uns vorliegen. Alles scheiterte aber an der planwirtschaftlichen Wirtschaftsstruktur. Sie, Herr Dr. Klagmus und Ihr Förderkreis, hat das Kirchenschiff bereits eingewölbt. Herzlichen Glückwunsch dazu. Wir stehen noch vor dieser Aufgabe. Und Ihr bereits innen ausgebauter Turm erfüllt uns mit Neid. Ich muss es einfach so sagen. Das ist noch ein weiter Weg, der vor uns liegt. Über allen Baudillen wollen wir aber nicht aus den Augen verlieren, wozu wir Kirchen aufbauen. Am vergangenen Sonntag zum Denkmaltag brachte das der Pfarrer in Ruhe Steiger so trefflich auf den Punkt. Kirchen werden vom Altar ausgebaut. Und er sagte noch eins, er zitierte den Humanisten und Dichter Christian Fürstenberg von Gellert, der diesen Satz prägte: Wir leben in den Räumen, wir leben in der Zeit. Bauen wir unsere beiden Kirchen dafür auf, wozu sie bestimmt sind, als Gotteshäuser. Vergessen wir dabei aber bitte nicht, unsere Mitmenschen mit hineinzunehmen, zum Hören und Singen, zum Innehalten, zum Beten oder auch nur zum Staunen. Wir bauen kein Museum auf, aber wir wollen die Kirche als stadtbildprägendes Bauwerk sichtbar erhalten und nutzen. Und deshalb, seid nicht gekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Dazu gebe Gott und seinen Segen und die Fröhlichkeit für unser heutiges Beisammensein. Unser gemeinsames Anliegen des Wiederaufbaus wollen wir jetzt vor Gott bringen mit dem Gebet, welches Jesus Christus uns mit auf den Weg gegeben hat. Wir beten gemeinsam: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ja, der Martin-Rinkert-Gemeinde Besuch empfängt, darf sich nicht wundern, wenn diese Gemeinde den Choral von Martin-Rinkert bestimmt. Nun danket alle Gott. Und das wird uns jetzt an der Orgel begleiten.